Die für heuer letzte Angelobung des Bundesheeres in Niederösterreich fand am ehemaligen Exerzierplatz des Kaiserlichen Regimentes, dem heutigen Schlossplatz, in Laxenburg statt. Herr Hütter, Sie sind der neue Kommandant vom Jägerbataillon von 12 Axing. Heute ist die Angelobung hier in Laxenburg. Wieso gerade in Laxenburg? Ja, mit der Angelobung verhält es sich beim österreichischen Bundesheer so, dass Gemeinden eine Angelobung zugewiesen werden, weil sie irgendwelche Feierlichkeiten in ihrer Region, ihrer Gemeinde haben und dieser feierliche Anlass der Gemeinde eine würdige Umrahmung schenkt. Bei diesen Angelobungen werden immer die verschiedenen Eindruckungstermine regional zusammengelegt. Das ist jetzt nur das Jägerbataillon 33. Wir haben oft zum Beispiel in St. Pölten oder auch in Krems oder auch im Bereich Altensteig Angelobungen, wo Soldaten von verschiedenen Bereichen zusammenkommen. Das hängt immer vom Eindruckungstermin ab. Also es ist, glaube ich, ganz sicher eine Ehre und eine tolle Auszeichnung, weil wir hatten das letzte Mal so eine Angelobung im Jahr 2014 und es ist immer wieder ein schönes Erlebnis, auf diesem Schlossplatz, in diesem Ambiente so etwas erleben zu dürfen. Heute werden 148 Rekruten des Jägerbataillons 33 angelobt, die im Oktober diesen Jahres bei uns eingerückt sind. Herr Bürgermeister, Sie sind heute als Nachbarbürgermeister in Laxenburg mit dabei bei der Angelobung. Es gibt aber auch, glaube ich, ein bisschen einen persönlichen Grund auch. Genau, unser Jüngster, also mein Stiefsohn ist in 12 Axing derzeit eingerückt, leistet da seinen Präsenzdienst und wird heute angelobt. Und das ist bei dem schönen Wetter ein Tag der Freude und da bin ich gerne mit dabei. Heute die letzte Angelobung für heuer in Laxenburg. Die Landesregierung lässt sich das nicht entgehen. Bei uns in Niederösterreich ist das österreichische Bundesheer nicht nur geduldet, sondern gewünscht und hochgeschätzt. Wir wissen, was die Kameraden hier leisten für die militärische Landesverteidigung, für die Grenzsicherung, wenn es sein muss, für die Friedenseinsätze im Ausland, aber vor allem auch für den Katastrophenschutz mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Und ich selber war bei der Militärmusik Niederösterreich eingerückt und freue mich sehr, wenn ich heute die Klänge meiner Militärmusik wieder höre. Bei Bundesheer-Angelobung denkt man immer an nationalen Feiertag. Es ist aber jetzt in die Vorweihnachtszeit verlegt worden. Wieso gerade dieses Datum? Ja, das stimmt. Das ist einfach so, je nach Einrückungstermin. Aber ich glaube, das Wetter spielt hervorragend mit. Und ich denke, wenn man weiß, dass das ein historischer Truppenantreteplatz in Kaiserszeiten war, dann passt das ja perfekt zu jeder Jahreszeit. Es gibt auch eine Leistungsschau draußen. Haben Sie sich schon ein bisschen umgeschaut? Ich war noch nicht draußen. Ich werde jetzt rausgehen. Ich höre schon die herrliche Musik im Hintergrund und es wird ganz bestimmt ein ganz ein toller Nachmittag werden. Ist das für euch noch ein bisschen ein Image-Werbung, so eine Veranstaltung? Ja, wie Sie wissen, ist Image immer gut. Fürs österreichische Bundesheer auch. Und daher nutzen wir diese Möglichkeit, uns in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das heißt, eine schöne vorweihnachtliche Einstimmung auch ein bisschen? Ja, ganz bestimmt, ja.